Ich möchte dir heute ein WordPress-Plugin vorstellen, und zwar das klickbare Facebook-Bilder-Plugin. Wie der Name schon sagt, mit diesem Plugin kannst du Bilder auf Facebook posten, und wenn man die anklickt, führen sie auf eine externe URL. Ja? Normalerweise, wenn du nur ein Bild bei Facebook postest, dann wird dieses Bild dann in groß angezeigt, wenn jemand draufklickt, und man sieht die Kommentare daneben stehen. Ja? Und so kannst du einfach wirklich eigene URLs bei den Bildern hinterlegen, auch Affiliate-Links hinterlegen. Meiner Meinung nach ist dieses Plugin eben auch sehr gut für ja, Online-Marketer geeignet, die wirklich ja, mit diesen Bildern Marketing machen wollen, das heißt wirklich darüber Klicks generieren möchten auf Landing-Pages von vielleicht Fremdprodukten. Ja? Dafür ist es sehr gut geeignet, und ich zeige dir jetzt einfach, wie das Ganze geht. Das heißt, wenn du dieses Plugin gekauft hast, ist kostenpflichtig, bekommst du eine ZIP-Datei, die lädst du auf deinen Computer runter. Dann gehst du eben in deine WordPress-Installation auf Plugins, installieren, hochladen, suchst die ZIP-Datei aus, lädst sie hoch, klickst auf Installieren, Aktivieren. Dann ist das Ganze hier als eigener Reiter sichtbar. Das habe ich wirklich schon in ganz vielen Videos gemacht, gezeigt, wie man Plugin installiert. Spare ich mir an dieser Stelle und erkläre dir einfach gleich, wie dieses Plugin funktioniert, wie man es einrichtet. Das ist schnell gemacht. Du siehst, es gibt ja auch nur zwei Menüpunkte. Das hier ist der erste, da bin ich bereits drauf. Sehen wir noch nichts, weil ich auch noch nichts angelegt habe. Dann gibt es hier noch einen Hilfepunkt. Ja, bei dem Hilfevideo siehst du nochmal einen vom Entwickler, vom Frank Noack, der dieses Plugin entworfen hat. Siehst du nochmal ein kleines Video einfach, wie das geht, wie man das nachher auf Facebook posten kann. Aber ich zeige dir das jetzt auch. Deswegen machen wir das jetzt gleich mal zusammen. Also, wir gehen hier auf Neues Bild anlegen. Und jetzt siehst du schon, sind hier Grafiken vom Hersteller mitgeliefert. Das sind so die bestkonvertierendsten Bilder von ihm. Die kannst du auch nutzen, ja, und die gehen eigentlich alle. Ich habe sie mir ja nicht alle genau angeguckt, aber die gehen auf Drittprodukte, die du auch bewerben kannst. Ja. Über Digistore24 zum Beispiel haben wir Digimember, OptimizePress, Clicktip. Ja. Das sind alles Sachen, die über Digistore24 von jedem beworben werden können. Und da musst du dich dann nur einmal als Affiliate registrieren, und dann kannst du eben hier auch das Bild nehmen. Wir machen das jetzt einfach mal. Nehmen jetzt mal dieses Bild, das geht zu Clicktip. Und dann gibst du hier deine URL ein. Und natürlich gibst du im besten Fall deinen Affiliate-Link ein. Ich habe jetzt hier keinen Affiliate-Link. So, weil ich selber es nicht nutze. Clicktip.com, und ich selber zum Beispiel immer nur auf wirklich Programme Affiliate-Links setze, die ich auch selber kenne oder selber verwende. Da macht das für mich Sinn. Das musst du natürlich nicht so machen. Ja? Also du kannst das auch einfach bewerben, wenn du einfach nur eine Provision verdienen möchtest. Ja? Also, ich nehme jetzt hier mal die normale URL, weil ich die Affiliate nicht habe, und dann schreibe ich hier jetzt noch einen Text dran, der unter dem Bild angezeigt wird, zum Beispiel. Ja, nochmal eine Handlungsaufforderung. Klick auf das Bild und lerne die beste E-Mail. Das ist falsch geschrieben. E-Mail-Marketing-Software Deutschlands kennen. Ja, muss ja auch ein bisschen reißerisch sein fürs Marketing. Also, machen wir hier Speichern und Schließen. Genau, und jetzt siehst du schon, das war's. Wir haben jetzt das Bild angelegt, einen Text vergeben, die URL. Und hier sieht man nachher die Klicks. Das ist auch ganz wichtig, weil dann kannst du nämlich auch testen, welches deiner Bilder stärker oder schwächer konvertiert. Und vielleicht zur Bildererstellung sage ich nachher noch was dazu, wo du das gut machen kannst. Jetzt schauen wir uns hier das wirklich weiter an. Jetzt gehen wir nämlich auf Teilen. Jetzt kommt der Teil, wo ich das Ganze mit Facebook verbinde. Dafür musst du natürlich vorher in Facebook angemeldet sein, damit dann hier auch dein Bild erscheint, so wie jetzt bei mir meins. Du könntest jetzt noch was drüber schreiben, der Frank zeigt zum Beispiel in seinem Hilfevideo, dass es ganz gut ist, wenn du da vielleicht noch mit Hashtags arbeitest. Also zum Beispiel lerne die beste E-Mail-Marketing-Software in Deutschland kennen. So, zum Beispiel, ja. Oder lerne, machen wir hier noch Klicktipp rein. Wie schreibt man das? Klicktipp, die beste E-Mail-Marketing. Wenn man es jetzt noch richtig schreibt, dann hat es auch mehr Erfolg. So, also jetzt bringt er mir hier da irgendwelche Vorschläge. Und dann kannst du hier eben einfach noch einen Hashtag davor setzen. Na, mit Klicktipp, das nimmt er jetzt nicht ganz rein. Vielleicht wollen wir es mal so zusammenschreiben. Und hier auch, ne, muss man mal gucken. Also das mit Bindestrichen mag er nicht, das muss man dann so ein bisschen zusammennehmen.
Okay, E-Mail-Marketing, ja. Das heißt, wenn jetzt darüber gesucht wird in Facebook, hast du gute Chancen, dass deins eben hier angezeigt wird, ja. Also das noch so als Tipp, das wird dann über dem Bild angezeigt. Wem das zu lange dauert, das Ganze soll natürlich auch zügig gehen, dann wer so ein echter Affiliate-Marketer ist, der postet das natürlich nicht nur einmal, sondern 20 Mal, ne, irgendwo rein. Das heißt, da geht es dann auch wieder so ein bisschen um die Zeit. So, jetzt zeige ich dir, wo du das alles posten kannst. Dazwischen steht hier natürlich dein Bild. Das wird jetzt hier nicht angezeigt in dem Fall, ist aber da. Das sehen wir gleich, wenn wir es gepostet haben. Und zwar kannst du das in deiner Chronik posten. Du kannst es in der Chronik von Freunden posten. Nicht so empfehlenswert bei Werbung, ja. Dann kannst du es hier in einer Gruppe teilen. Meiner Meinung nach wird das so der Hauptabsatz für dieses Plugin sein, für diese Bilder, weil es gibt natürlich zig Gruppen. Dafür eignet sich es ja auch wirklich gut. Aber hier an der Stelle auch nochmal, bitte nicht einfach nur sinnlos in irgendwelche Gruppen reinposten. Ja, also ich suche mir jetzt nicht einfach nur irgendeine WordPress-Gruppe oder irgendeine E-Mail-Marketing-Gruppe und hau das da rein, sondern bitte mal vorher die Gruppen beobachten, schauen, was sind das für Gruppen. Wenn das nämlich zum Beispiel Expertengruppen sind, dann mögen die es gar nicht, wenn da Werbung gepostet wird. Ja, das solltest du dann echt auch lassen in diesen Gruppen. Schau einfach, wie du das reinbringen kannst. Es muss ja auch nicht immer ein Online-Marketing-Produkt sein. Wenn du zum Beispiel in irgendeiner Nische bist, ja, wenn es um Kinderprodukte oder ähnliches geht, dann kann man das auch mal als Empfehlung raushauen. Ja. In diesen Nischen, da sind ja jetzt nicht diese online-affinen Menschen drin, die vielleicht auch wissen, was ein Affiliate-Link ist. Da kann man damit schon mal ganz gut durchkommen. Das heißt, du musst da wirklich auch gucken, wie du und wo du was wann postest und nicht einfach nur blind reinhauen. Es gibt natürlich diese Affiliate-Gruppen. Natürlich kannst du da reingehen und deine ganzen Affiliate-Links, so für Affiliate-Werbung, diese Gruppen, das posten. Nur, sind wir mal ehrlich, da geht ja auch keiner rein, der was kaufen will, sondern sind eben nur die Affiliates drin, die ganze Zeit posten. Das heißt, da wirst du dann auch nicht viele Klicks generieren. Aber teste das, probier es aus. Das sind einfach nur so ein paar Tipps von mir, wie man dann wirklich auch Erfolg hat mit solchen Postings. Ja? Und darum soll es ja letzten Endes gehen. Gut. Und dann kannst du es hier natürlich noch auf deinen eigenen Fanpages teilen, wenn du das möchtest. Auch das kann sicherlich mal Sinn machen. Ich tue das jetzt hier in meiner Chronik posten. Und zwar kann ich hier einstellen, hier unten noch, wer es alles sehen soll in Facebook. Ich glaube, voreingestellt ist eben öffentlich. Man könnte sagen, meine Freunde oder nur ich. Das mache ich jetzt in dem Fall nur ich, weil das jetzt kein ernst gemeinter Post von mir ist. Und deswegen möchte ich den jetzt einfach nur mal für Demo-Zwecke nutzen. Und dann sage ich hier auf Facebook posten, das war's. Jetzt ist es geteilt. Jetzt gehe ich hier gerade mal auf meine Seite. Genau, und dann haben wir es hier. Also lerne, Klicktipp kennen, ja. Beste E-Mail-Marketing-Software in Deutschland. So habe ich das jetzt gemacht. Hier unten ist der Text, den ich noch hingeschrieben habe zum Bild, ja. Und jetzt kann ich hier draufklicken und dann komme ich rüber, öffnet sich eine neue Seite und ich komme rüber zu Klicktipp. Genau. Und normalerweise, ich war jetzt vorhin schon mal drauf auf Klicktipp, wird dann, wenn man einmal am Tag draufkommt, wird dann eine Landingpage angezeigt, wo ich mich für ein Webinar eintragen kann. Das macht auch Sinn. Das wirklich auch nochmal zur Praxis, wohin solltest du verlinken? Ja, gerade wenn es um Affiliate-Dinge geht, wenn du damit Geld verdienen möchtest, dann solltest du natürlich vielleicht nicht direkt auf ein Verkaufsformular von Digistore24 verlinken. Das funktioniert unter Garantie nicht, ja, weil die Leute auf Facebook, die sind auf Facebook, weil sie surfen, weil sie schauen, was ihre Freunde machen, weil sie in ihre Lieblingsgruppen gehen, nicht weil sie jetzt was kaufen wollen. Das heißt, du musst natürlich, wenn es um ein digitales Produkt geht, immer erst über eine Landingpage gehen. Man sagt dazu auch Click-Through-Pages, also wirklich eine Seite, die dann einfach erklärt, um was es da geht, ja, oder wo man vielleicht sich eintragen kann für ein Webinar, irgendwas, ja, was die Leute gratis bekommen und was so attraktiv ist, dass sie sich da dann vielleicht auch eintragen, ja. Es muss ja auch nicht immer sein, dass du was verkaufen möchtest, vielleicht möchtest du auch E-Mail-Adressen oder sowas sammeln, ja, auch das geht natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel mit haptischen Produkten über Amazon oder sowas arbeitest, da geht es natürlich. Ja, wenn du da irgendwie schreibst, da kommt auch immer drauf an, in welchen Gruppen ist. Wenn man da zum Beispiel in irgendwelche Modefreaks-Gruppen ist, da geht das ganz gut. Ja, da kann man jetzt irgendwie seine neue Handtasche, die man sich jetzt gerade gekauft hat, posten und kann dann da wirklich den Link zu Amazon reinsetzen. Das funktioniert hervorragend, ja. Also da auch wieder Learning by Doing. Und es gibt leider keine allgemeine Formel, die gibt es leider wirklich nicht. Also ich kann dir nicht sagen, nimm die Landingpage, die funktioniert für alle Themen oder nimm dieses Bild, das funktioniert für alles. Das geht leider nicht. Du musst du wirklich ein bisschen ausprobieren, ja? Und wirklich gucken, was funktioniert. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück. Und zwar machen wir das jetzt noch mit dem eigenen Bild. Auch das zeige ich dir natürlich. Also ich sage wieder neues Bild anlegen. Und jetzt kann ich, wenn ich keine von diesen Grafiken möchte, auch ein eigenes Bild hochladen, ja?
Da sage ich jetzt hier mal Datei auswählen. So, ich habe da mal eins angelegt. Das lade ich mal kurz hoch. Sage ich hier noch Upload. Und du siehst schon hier die Bildervorgabe. Es sollte 650 auf 336 Pixel breit sein. Wenn du selber keine Bildersoftware hast, mit der du das erstellen kannst, dann würde ich dir empfehlen, geh zu Canva.com. Verlinke ich dir auch gerne unter dem Video. Geh da drauf, das ist wirklich kinderleicht, sich da ein eigenes Bild zu erstellen. Du loggst dich da ein, das kostet auch nichts. Du hast Hintergründe, du hast schicke Schriftarten, du kannst Grafiken auswählen, du kannst aber auch ein eigenes Bild hochladen. Du kannst da wirklich alles machen und das ist, also das ist wirklich idiotensicher. Da gibt es auch ganz tolle Erklärvideos dazu, die immer nur eine Minute dauern. Also Canva.com, eine ganz tolle Adresse für alle, die einfach schöne Banner selber erstellen wollen. Ja? Oder du kannst dir dann natürlich auch auf Fiverr.com, verlinke ich auch gerne, dir einen erstellen lassen. Aber das ist natürlich schon wieder ein bisschen aufwendiger und kostet auch Geld und dauert ein bisschen länger. Aber dafür hat man dann unterm Strich vielleicht auch was Professionelles. Aber ja, musst du einfach ausprobieren. Ansonsten Canva.com, damit kann es jeder. Ich habe hier diesen Banner auch mit Canva.com gemacht, habe einfach einen Screenshot genommen von meinem Adventskalender und habe dann hier noch so einen Stern reingesetzt und ein bisschen Schrift draufgehauen, ja. So, jetzt kommt hier die Link-URL und zwar wird das auf meinen Adventskalender verlinkt, der gerade noch läuft. So, Punkt Info, Adventskalender und das wäre jetzt eben so eine klassische Landingpage, wo ich einfach E-Mail-Adressen sammle in der Aktion, in der Adventskalender-Aktion. Das heißt, das siehst du nachher gleich, also schreibe ich ja, ihr Handy nicht ausgestattet. Also, gewinne täglich im WordPress-Adventskalender, nenne ich das jetzt einfach. Ja. Und jetzt sagen wir hier speichern und schließen. So, und jetzt habe ich das hier schon. Und jetzt sage ich hier auch wieder teilen. Ich möchte das Ganze ja auch auf Facebook teilen. Und das in meiner Chronik. Und das mache ich jetzt. Ja, das lasse ich jetzt auch mal bei nur ich, weil, nee, nicht Benutzer definiert, da könnte ich noch mehr einstellen. Weil ich hatte das vorhin schon mal im Test gepostet. Also ich lasse hier nur ich und poste das jetzt wieder, dass wir es einfach nochmal sehen. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück. Ich könnte das jetzt natürlich auch in irgendwelchen WordPress-Gruppen posten, aber da zählt wieder genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, in den WordPress-Gruppen, da sind ja meistens Experten, die sich einfach gegenseitig bei WordPress-Fragen helfen. Da passt es vielleicht nicht unbedingt. Es käme darauf an, wenn ich jetzt wirklich nur WordPress-Gewinner hätte, würde ich es sogar machen. Da würde es nämlich gut passen. Aber da ich ja in diesem Jahr auch wirklich Sachen, ja, Fremdprodukte im Prinzip verlost habe, die jetzt nicht mit WordPress eindeutig in Zusammenhang sind, dann würde es keinen Sinn machen, das da reinzuposten. Also muss man echt ein bisschen gucken. So sieht das Ganze jetzt aus, ja. Und hier, das ist auch nochmal wichtig, da ist jetzt hier eine Handlungsaufforderung im Bild drinnen. Auch das macht natürlich Sinn. Bitte schau, dass du eine Handlungsaufforderung reinsetzt, ja, dass du wirklich sagst, okay, klick mich an, ja, irgendwie hier klicken, jetzt klick, damit die Leute eben auch wissen, dass sie auf das Bild draufklicken sollen. Das ist jetzt nicht, kannst du nicht voraussetzen, dass jeder da draufklickt. Der ein oder andere guckt sich vielleicht nur an, denkt sich, okay, schön, das war's. Also wichtig, Handlungsaufforderung und schau, dass du dich so ein bisschen ja, an die Werberichtlinien von Facebook hältst. Facebook möchte in der Regel, dass Bilder Bilder sind, ja, und nicht, dass du die zuballerst mit Text. Also es gibt diese 20%-Regel. Gerade für Werbeanzeigen ist die, dass da dein Bild dann wirklich nur 20% Text hat und der Rest Bild ist. Da gibt es auch einen Link, da kannst du mal dein Bild hochladen und dann zeigt dir Facebook an, ob das okay ist, ob es den Richtlinien entspricht. Würde ich dir immer empfehlen, habe ich mit dem Bild auch vorher gemacht. Auch wenn das hier keine klassische Werbeanzeige ist, bist du dann einfach auf der sicheren Seite, ja, und Facebook wird dann nicht irgendwie aufmerksam auf dich und du kannst damit schön arbeiten, ja. Außerdem ein schönes Bild konvertiert immer noch stärker als ganz viel Text, ja. Deswegen da wirklich ein bisschen ausprobieren, aber unbedingt die Handlungsaufforderung mit rein. Irgendwo bitte hinschreiben, hier klicken, hier downloaden, ja, irgendwas, damit man wirklich auch weiß, dass man da draufklicken soll. So, das war es im Prinzip schon zu dem Plugin. Du siehst, das ist echt schnell gemacht. Du kannst sehr schnell posten. Wie gesagt, du könntest das jetzt in viele Gruppen posten, aber wichtig, schau dir vorher die Gruppen an und überleg dir sinnig, was du wo postest. Ja? Ansonsten finde ich ein sehr gelungenes Plugin, weil es sehr einfach zu bedienen ist und es einfach ein gutes Marketing-Tool ist. Ja? Anders kann man es gar nicht nennen. Also, viel Spaß mit dem Plugin.